Das Letzte, was wir hier ansprechen wollten, war die Frage oder die Antwort auf die Frage, was uns denn diese Einteilung nützt. Und zwar die Einteilung in Handlungen, in denen die Nia definiert werden muss und Handlungen, wo das nicht nötig ist. Hier war ich zuletzt stehen geblieben. Die Antwort darauf ist wie folgt: Der Nutzen darin, den sehen wir im Falle eines Fehlers. Im Falle eines Fehlers, also bei der Definition oder beim Definieren, ja, beim Definieren der Handlung, wenn hierbei ein Fehler stattgefunden hat, dann sehen wir den Nutzen dieser Unterteilung. Und zwar ist es wie folgt: Handlungen, in denen eine Definierung nicht notwendig ist, dort schadet auch der Fehler nicht. Dort schadet der Fehler nicht. Handlungen, in denen aber eine Definierung notwendig ist, dort schadet auch eine falsche Definierung. Beispielsweise, um das klarzustellen: Er muss das Salatul-Dhuhr beten. Eigentlich muss er das Salatul-Dhuhr beten. Während er sich aber hinstellt, denkt er, dass er gerade das Asr betet. Und er beginnt dann mit dem Gebet und es fällt ihm dann auf, dass er eigentlich das Salatul-Dhuhr beten musste. In diesem Falle kann er nicht einfach weitermachen, er muss das Gebet abbrechen und neu beginnen. Denn die Definierung der Handlung ist hier notwendig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ja: Innamal a'mal binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Jedem steht nur das zu, was er beabsichtigt hat. Und der Mann, als er, nehmen wir mal an, er hat die erste Einheit, die erste Raka'a hat er als Salatul Dhuhr gebetet. Und dann fällt ihm ja ein, dass er das Salatul Asr beten muss. Und jetzt, wenn er die, nehmen wir mal an, er betet jetzt die nächsten drei Einheiten als Asr. Der erste Teil des Gebets zählt aber nicht als Asr. Und das Gebet lässt sich nicht zerteilen und zerstückeln. Also eine einzige Einheit. Na.